Hallo AFOPS und willkommen im Noppenstein-Studio und in unserem Webshop. Es ist längst mal wieder Zeit für ein Stöbern im Shop-Video, wo ich gemeinsam mit euch durch unseren Shop stöbere und schaue, was es da so Neues zu entdecken gibt. Legen wir einfach direkt los mit dem, was mich direkt anspringt hier. 30 Jahre Deep Space Nine. Jawohl, wir feiern den Sendestart in Deutschland. Am 28. Januar 1994 ist die erste Deep Space Nine Folge in Deutschland ausgestrahlt worden. Und ich war dabei. Einige von euch sind da vielleicht noch auf dem Seerosenteich geschwommen, wurden noch nicht vom Storch abgeholt. Ich war damals dabei und ich habe auch einige der Folgen, längst nicht alle, mir damals angeschaut. Die liefen bei RTL oder Sat.1 auf jeden Fall. Irgendwo bei den Privaten. Ja, und 7 Sets mit Bezug zu Deep Space Nine sind bei uns jetzt 30 Jahre Jubiläum, 30% im Preis reduziert. Die Aktion dauert nicht ewig, also schlagt zu, falls euch die Sets interessieren. Das sind halt so große Sets, auch wie die riesige Defiant. Ne? Nicht 220 Euro, sondern 153, das lässt man sich doch gefallen. Oder die Deep Space Nine selbst natürlich, das ist ja kein Flaggschiff, das ist eine Flaggraumstation der Serie, wo das Ganze gespielt hat. Das Danube Class Runabout ist auch dabei mit ganz vielen Prints. Also coole Sets. Auch der klingonische Disruptor. Insgesamt 7 Modelle von klein bis groß mit Bezug zu Star Trek Deep Space Nine. Jawohl, wir wollen uns heute natürlich wieder Neuheiten und Ankündigungen anschauen. Aber bevor wir uns die Neuheiten und die Ankündigungen anschauen, wollte ich euch noch auf ein neues, relativ neues Feature unseres Webshops hinweisen, auf Bloxbox. Was genau Bloxbox ist, erzählen wir in einem Video, das auch vor Weihnachten bereits gedreht wurde. Deswegen hat Niklas da noch die längeren Haare. Hallo Achim, willkommen im Noppenstein-Studio. Das ist ein bisschen Meta. Ihr schaut mir zu, wie ich ein Video schaue. Das machen wir nicht. Aber Oliver und Niklas erklären das in dem Video relativ gut. Man kann sich Bilder, was immer man möchte, hochladen bei uns. Beispielsweise diese Katze, die sie hier irgendwann auch mal hochhalten. Ich muss mal gucken, an welcher Stelle. Hier. Und ihr könnt euch dann so ein ja, aber da sieht man Mosaik in verschiedenen Größen. Das könnt ihr euch auch auswählen. Quasi eine Anleitung dafür erstellen lassen. Und dann bekommt ihr von uns die 16x16er Platten, die man zusammenstecken kann, auf denen das Ganze aufgebracht ist. Sehen ähnlich aus wie Platten, die Lego auch hat, aber sind anders, sind nicht ganz so hoch, sind ein bisschen anders geformt. Spezielle Molds, die da für uns entwickelt wurden. Und bekommt dann Tüten mit jeweils 50 Stück eines von 1x1 Plates drin und eine Anleitung, die euch Modul für Modul zeigt, wie ihr dieses große Mosaik zusammenstecken könnt. Und dann habt ihr ein tolles Wandbild mit dem Bild, das ihr haben wollt. Das kann euer Kind sein, das kann ein Baum sein, das kann ein schöner Sonnenaufgang sein, das kann das Meer sein, das kann sein, was immer ihr wollt. Es ist euer Bild, ihr ladet es hoch. Ist ein cooles System. Und wenn ihr mehr über Bloxbox erfahren wollt, schaut definitiv dieses Video. Jawohl, zurück zu unserem Webshop. Was gibt es momentan so an Neuheiten bei uns? Kobi hat Weihnachtsferien gehabt und jetzt sind die Weihnachtsferien vorbei und jetzt sind sie alle wieder da und jetzt gibt es auch wieder Neuheiten von Kobi. Die sind bei uns erst eingetroffen. Unter anderem eine Executive Edition, das Fiat Abarth 559. Sieht jetzt relativ klein aus, ist es aber nicht. Das Set hat 1223 Teile, ist also auch dieses große Displayformat. Da wir aber einen sehr kleinen Fiat 500 haben, ist es dann doch von der Teilezahl her noch überschaubar. 1200 Teile, 84 Euro, Fiat Lizenz, Abarth Lizenz, nicht schlecht. Und es gibt von Kobi unter anderem auch, wo haben wir sie hier, ein neues, zumindest kannte ich es noch nicht, ein neues Format für Flieger. Es gibt ja von Kobi diese Panzer im Minifigurenformat und Panzer im kleineren 1:48er Maßstab. Und das hier sind jetzt die ersten Flugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg, die auch im 1:48er Maßstab sind, auch etwas kleiner. Kriegt man also auf jeden Fall für relativ kleines Geld ein solches Modell, das,
wegen der ganzen Spezialteile von Kobi auch ziemlich originalgetreu aussieht. Ja, dann schauen wir mal weiter. Ein absurd großer Geländewagen von Mold King mit 3600 Teilen. Es gibt Pneumatikfunktionen, es ist Elektronik dabei, jede Menge. 3600 Teile und zwei Motoren hiervon, einer davon, das sind sechs. Das sind alleine sechs Motoren und wir haben Pneumatik, die wahrscheinlich auch motorisiert ist. Eine Fernsteuerung, das Ganze für 299,95. Und auch hierfür hat Mold King wieder einige Spezialteile entwickelt. Auf jeden Fall ein richtig großes High-End-Technik-Set. Wenn ich mich nicht irre, wird das auch gerade gebaut. Vielleicht machen wir dazu ein Video. Ja, dann haben wir hier eine Bäckerei von Fantasy. Fantasy, die machen ja auch wirklich sehr, sehr, sehr schöne Sets. Haben wir in letzter Zeit auch einige davon gezeigt. Und hier haben wir jetzt mal ein modulares Gebäude. Man sieht hier auch mal, ja, modulare Gebäude können auch von hinten schön aussehen. Die müssen von hinten nicht aussehen, als wären sie in den Farbtopf gefallen. Das ist schon ziemlich schön, auch schön gestaltet hier, damit noch ein bisschen Bewuchs und hinten auch gefliest und so. Das gefällt mir sehr gut. Passt in eine modulare Stadt rein, aber es ist ein freistehendes Gebäude. Das heißt, wenn ihr daneben ein Gebäude habt mit einer hässlichen leeren Seite, wollt ihr vielleicht auch die hässliche leere Seite ein bisschen verzieren, denn das Gebäude, das stößt nicht an, das steht frei. Gefällt mir so aber eigentlich besser. Es ist natürlich modular, klar. Man kann nicht so gut erkennen, was in den Stockwerken los ist. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn sich das der Micha bereits unter den Nagel gerissen hat. Und wenn das bereits für ein Video gebaut wird. Weiß ich ehrlich gesagt aber nicht genau. Haben wir hier einige Pflanzen, einige Blumen. Wir haben... das habe ich gesehen, das sieht wirklich toll aus. Ein romantisches Baumhaus von Segao im Mini-Blocks-Format. Und deswegen haben wir hier 3200 Teile für nur 80 Euro. Und es gibt, es gibt zwei verschiedene Farben für den Bewuchs. Also man kann da auch so hier ein Kirschblütenset draus machen, sag ich mal. Oder... Sommerfarben, ne, so auch schön eingerichtet. Romantic Treehouse mit einem Klavier drin. Sieht schick aus. Und es sind LED-Lichterketten sogar enthalten. Also, ja, nicht verkehrt. Dann gibt es ein Dinosaurier-Museum aus Mini-Blocks. Auch für kleines Geld, weil Mini-Blocks-Format. Wir haben ein neues... oder neue Modbrick-Sets, diese Spielhalle hier, einen Nahverkehrsbus und einen militärischen Pickup. Ihr wisst ja, unsere Mold King-Sets findet ihr mittlerweile hier bei den Marken und da sind viele kleine, aber auch größere Highlights dabei. Einige von den Sets findet ihr so gut, die werden oder wurden bereits nachproduziert. Finde ich klasse. Wir hier noch eine größere Zugmaschine mit Containeranhänger. Und auch so ein paar kleine Sachen. Ne? Also das kennt ihr, sowas kennt ihr ja schon. Das hier ist eine Displaybox. Ne? Sechs runde, kleine, schöne Sträuße. Die gibt es bei uns hier im Online-Shop als Displaybox. Und in unseren Stores findet ihr den Artikel wahrscheinlich auch, aber nicht als komplette Box, sondern da könnt ihr euch jeweils eins rausnehmen. Das nennen wir Wühltischware. Das sind halt kleine Sachen, die sich für den Online-Versand einzeln nicht lohnen würden. Der Pickaufwand ist zu groß, aber online bieten wir sie euch als komplette Displays an. Und diese Sträuße sind schon süß. Und wenn das hier so dargestellt wird, gehe ich davon aus, dass das Papier und die Schleife tatsächlich beiliegen. Das machen einige chinesische Hersteller. Ja, die legen dann richtig toll noch Zubehör dabei. Ja. Aktuell die Neuheiten. Es sind auch viele Sets noch unterwegs aus China hierher. Ihr wisst ja, in China, also China als Land fährt so Ende Januar, Anfang Februar, Mitte Februar immer mehr oder weniger vollständig herunter. Chinese New Year ist der größte Feiertag. Es ist kein Feiertag, es sind im Endeffekt zwei Feierwochen. In der Zeit kriegen wir keine neuen Sets aus China angeboten. Da arbeitet einfach keiner. Da haben die frei. Das ist so ihr großes Neujahrsfest. Jetzt beginnt ja das Jahr des Drachen. Die haben ja so ein
Horoskop, das alle 12 Jahre das sich wiederholt. Momentan ist jetzt das Jahr des Drachen. Und deswegen gibt es auch einige Sets mit Drachenbezug jetzt neu aus China. Und in diesen 2 Wochen kommt aus China auch keine Ware. Aber kurz vor Chinese New Year geben die alle nochmal richtig Gas mit dem Produzieren, mit dem Rausschicken. Deswegen ist jetzt vieles auf dem Weg, das im Laufe der nächsten 2 Monate bei uns eintreffen wird. Und dann kommen aber halt auch mal 3-4 Wochen lang keine Lieferungen an, ne, danach, weil das dann ja mit dem Zeitversatz die Zeit ist, in der aus China nichts losgeschickt wird. Das ist jedes Jahr so, da habe ich mich mittlerweile dran gewöhnt. Gucken wir jetzt mal zu den Ankündigungen. Ja, Modbrix hat ein dunkles Heldenauto ersonnen mit so Flügeln hinten dran. Das sieht natürlich nicht schlecht aus. Und hier haben wir wieder ein Set in unserem 1:18er Maßstab. Ein kleiner Kastenwagen aus den 50ern. Natürlich mit zu öffnenden Türen und so, wie ihr das von unseren Automodellen gewohnt seid. Sieht gut aus. Ja, schick. Unsere 1:18er Serie erfreut sich bei euch großer Beliebtheit. Das gefällt mir. Gibt es hier so einen Wachposten, kleinen grauen Pickup. Ah, auch Ankündigung von Kobi neu. Im Laufe des ersten Halbjahres habe ich gesehen, soll es von Kobi ein neues Schiff geben, ein neues Kriegsschiff, nämlich die Akagi, einen japanischen Flugzeugträger. Da freue ich mich schon sehr drauf. Da kann ich endlich mal wieder ein Kobi-Schiff bauen. Ist so lang her. Ich glaube, die Bismarck, die neueste Version der Bismarck, war das letzte Set, das ich gebaut habe. Und hui, das ist lang her. Und wir haben uns gedacht, diese große Display V100 hat euch so gut gefallen. Dann machen wir noch eine große Lokomotive. Und da das Schweizer Krokodil für viele Eisenbahnfans so die legendärste Lokomotive überhaupt ist, haben wir gedacht, wir machen das Krokodil. Und da wir das Krokodil im gleichen Maßstab gemacht haben wie die V100, sind es halt 8760 Teile geworden. Passiert. So sieht ein Krokodil im Maßstab 1:18 aus, mit Motorraum und so weiter. Man kann hier offensichtlich drum herum gehen. Ihr seht, ich bin kein Eisenbahner, ich habe das Modell, oder habe ich es einmal im Original gesehen? Ich war vor vielen Jahren als Jugendlicher mal mit Bekannten im Technikmuseum Sinsheim. Ich weiß nicht, ob da ein Krokodil steht. Da waren auf jeden Fall jede Menge Lokomotiven auch. Hochspannend, müsst ihr unbedingt mal hin. Tolles Museum. Also, falls ihr euch für Eisenbahn interessiert und denkt, die V100, das war schon das Ende der Fahnenstange, größer geht's nicht mehr. Nicht ganz. Ja, wir sind ein bisschen eskaliert. Es tut mir nicht leid, weil, hey, warum nicht? 8700 Teile, Krokodil, komm, machen wir einfach mal. Gucken wir mal, ob es euch gefällt. Das hier gefällt mir auf jeden Fall, weil das genau mein Thema ist. Die Fregatte der Admiralität, die zu Gouverneursinsel gehört, zu unserer Piratenwelt, hat ungefähr die Größe unserer Piratenbrigantine, auch ungefähr die gleiche Bewaffnung, also klassische Kontrahenten. Aber wir haben hier andere Farben. Wir haben hier einen weißen Rumpf, wir haben hier dunkelblau, wir haben hier Gold. Und natürlich bekommt das Schiff Stoffsegel. Die wir sind jetzt bei diesen Vorabrenderings noch nicht zu sehen, aber ja, das Schiff bekommt Stoffsegel. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und schaut es euch an, das hat doch was, das sieht edel aus. Ah, bin ich sehr gespannt drauf. Dazu passen natürlich die ganzen anderen Gouverneursinsel-Sets, unter anderem auch die Innenecke, die gerade produziert wird. Wir müssen noch ein Rendering machen, wozu man diese Innenecke denn brauchen kann. Denn ihr wisst ja, wenn die mittlerweile werden es insgesamt 3 Gouverneursinselteile. Und klar, man kann den Hafen und rechts daneben die Taverne oder die Taverne ganz rechts und dazwischen den Richtplatz setzen, so als Dreierreihe nebeneinander. Das kann man machen. Man kann die ja aber auch in so einer L-Form, in so einem Winkel zusammenstecken mit dem Richtplatz meinetwegen in der Mitte. Und wenn man das macht, stellt man fest, dass man die Insel nicht zubekommt, weil an der Stelle und an der Stelle kollidieren die Außenteile der Inselmodule schon.
Um das zu lösen, braucht man diese Innenecke. Die ersetzt halt die beiden Seiten und ne, hat halt hier eine Verbindung. Und weil wir sonst ein 8x8er Loch haben, kommt dann hier noch das hier hin, beispielsweise so ein Brunnen. Wenn man den Brunnen nicht will, lässt man den Brunnen weg, dann ist es ein leeres Feld. So kann man dann die drei Inselmodule als Ecke, als Eckinsel, sagen wir mal, als ja, grob dreieckige Insel zusammenbauen. Und da das nicht jeder braucht, haben wir gedacht, wir legen das jetzt nicht einfach und wer die Insel so aufbauen möchte, der bestellt sich das Set. Ist halt Zubehör. Ne? Ja, was haben wir noch? Ankündigungen sind ja immer von oben nach unten die zuletzt angelegten Sets. Das heißt, das ist eine wilde Mischung jetzt hier. Wir haben hier einen Tofu-Shop von Modbricks, wir haben ein Tofu-Lieferauto von Modbricks, wir haben hier Mode King-Geländewagen, wir haben wieder ein Special, ein Einfamilienhaus im Rohbau. Das finde ich auch großartig. Es ist modular, aber es ist halt, naja, so sieht's halt in einem Rohbau aus. Ne? Wir haben hier den Abgang zum Keller, der ist abgedeckt, damit keiner reinfällt. Wir haben hier außen die Gerüste dran. Hier steht jetzt gerade ein Hubwagen drin. Hier sind noch Steine auf einer Palette. Hier ist ein Betonmischer. Das Klohäuschen darf auch nicht fehlen. Hier schon die Lattung, die Dachlattung. Und es ist offensichtlich bereits richtfest gefeiert worden. Jawohl, man kann auf Toilette gehen, das ist ganz wichtig. Ja, so schaut's aus, wenn ein Haus gebaut wird. Ne? Mal was anderes, ein Einfamilienhaus im Rohbau, eine Baustelle. Ich finde, das sieht auch gut aus, wenn man so eine Stadtwelt hat, dass es nicht alles schon fertig ist, sondern dass man auch mal was hat, was gerade dazu gebaut wird. Gefällt mir sehr gut. Ja, getuntes schwarzes Auto, ein patriotischer Waffenhandel mit Flagge, die so ein bisschen an die USA erinnert. Manche Modbricks-Sets haben einfach aus so ein kleines Augenzwinkern, das gefällt mir. Ein US-Taxi, ein Spezialeinsatzfahrzeug, hohoho, mit einem fliegenden Monster. Okay, ja. Ein U-Boot-Auto 2 in 1. Das haben wir eine schöne Szenerie und da kommt sogar was vorne raus. Das erinnert mich so ein bisschen an unser großes 1:18 Auto, das auch sich in so ein U-Boot verwandeln kann. Ist halt nur ein kleinerer Maßstab. Ne? Modbricks hat ja oft auch diese kleinen Autos, die 6 Noppen breit oder 8 Noppen breit sind. Dunkelblauer Kombi, ein Driftauto, das Schiff der Stille. Oh, das kommt bald hier an. Das ist ein Set von Reobricks, so eine Art Galeere mit großen seitlichen Segeln noch, damit es mehr Fahrt nach vorne macht und so hier fiesen Meereskreaturen als Prinz auf den Segeln. Ziemlich cool. Ich glaube, wenn das da ist, werden wir euch das in einem Video zeigen müssen. Ja, neues Waffenset von Mold King. Ich bin persönlich kein großer Fan dieser Waffen aus Noppensteinen, aber es gibt Leute, die mögen es. Wir bieten sie an. Okay. Wir haben drei neue Science-Fiction-Sets von Mold King. Den hier finde ich sehr hübsch. Der erinnert mich an meinen Monarchen-Sternkreuzer, den ich zu Hause aufgebaut noch habe und den ich auch nicht auseinanderbauen werde. Der gefällt mir einfach zu gut. Nur, dass der Monarch halt 12.000 Teile hat und er hier hat 1.845. Entsprechend wird der natürlich auch keine 400 oder so Euro kosten, sondern deutlich weniger. Ja, da gibt es jetzt drei Stück davon. Dieser republikanische Angriffskreuzer erinnert an ein großformatiges Set, das auch hier im Kanal vor kurzem gezeigt wurde. Und dann gibt es noch so einen anderen Sternenkreuzer. Ja, dann ein Drachenkönig-Set von Forange, ne? Chinesisches Jahr des Drachen, da kommen jetzt momentan viele solche Sets. Ein kommunaler Straßenkehrer. Der Straßenkehrer braucht noch ein SS, da triggern meine Ex-Lektor-Gene. Und ja, der ist halt, ne, wie man so kennt, machen die Straße sauber am Bürgersteig entlang und so. Ein schickes, von Pascal entworfen, ein schickes, kleines, kommunales Set. Wir haben mittlerweile ja einige.
einige solche kommunalen Baufahrzeuge, Mehrzweckfahrzeuge. Hier seht ihr sie mal. Müllwagen, Mehrzweckfahrzeug mit verschiedenen Aufsätzen, ein Altglas- oder Papier-LKW, der das hier so mit dem Kran einladen kann. Weiteres Mehrzweckfahrzeug mit ganz vielen Aufsätzen, ein Pritschenwagen 3 in 1 und diesen Straßenkehrer. Und die sehen klasse aus und zumindest die bisher erschienenen Sets, die gefallen euch auch sehr gut. Deswegen haben wir weitere entworfen. Ja, dann haben wir jetzt hier neue Sets von Kobi. Ah, dieses Landungsboot, das kommt auch noch. Das ist ein weiteres Schiff, genau. Da liegen uns noch keine Bilder von Kobi vor. Sobald wir sie bekommen, fügen wir sie ein. Und das hier ist auch mal was Interessantes. 16x32 Noppen. Hier ist jetzt beispielsweise ein Parkplatz. Das sind Sets, die ihr wunderbar zwischen zwei modulare Gebäude packen könnt, wenn ihr da mal ein bisschen was auflockern wollt. Wenn ihr eigentlich immer so Gebäude an Gebäude stellen wollt, sondern was dazwischen haben wollt, habt ihr hier einen Parkplatz oder hier einen Kiosk oder hier einen Blumenladen. Dann ein neues mittelalterliches Set von uns. Eine Wachstube. Hier ist quasi ein Durchgang, soweit ich weiß. Hier haben wir auch Gefängniszellen und die Wachleute, die können hier schlafen. Es ist ein bisschen eine Stube des Offiziers auch dabei. Schickes mittelalterliches Set, entworfen von Adrian. Der wollte auch mal was Mittelalterliches machen und ich finde, es ist schick geworden. Ja, und dann, dann hier die Atomlokomotive V600. Die ist nie produziert worden. Ich glaube, davon hättet ihr gehört, aber Hardcore-Eisenbahn-Fans kennen das, denn das ist mal, da gab es mal Pläne dafür, ist dann letztendlich nicht umgesetzt worden. Und ja, hier in der Mitte ist ein kleiner Reaktor, tatsächlich. Es gab mal Pläne für eine solche Lokomotive, die halt nicht realisiert wurden. Basiert auf einer V200, auf quasi zwei, auf mehr oder weniger drei zusammengebauten. Und wir haben eine V200 und haben uns gedacht, ja, komm, dann machen wir doch mal die so eine V600 Lok daraus. So, das ist im Maßstab 8 Noppen Breite, wenn ich mich nicht irre. Ja, und was ihr hier seht, das sieht ja aus wie Prinz. Das sind auch Prinz. Das ist tatsächlich ein Blue Brick Special, das bedruckte Teile enthält. Ich weiß ja nicht, ob wir da nicht ein Fass aufgemacht haben, das wir nie mehr schließen können. Aber wir haben das mal gemacht. Und die V200 in 8 White, die schon länger angekündigt ist, die, naja, die hat diese Prinz auch, ne? Hier. Ah, sieht doch so aus, als wäre die andere vielleicht 6 Noppen breit. Na, muss ich mir gleich nochmal genauer angucken. Aber machen wir weiter. Der Leuchtturm des Astronomen ist ja ein äußerst beliebtes Set bei euch. Und jetzt erscheint bald das Planetarium des Astronomen. Und einige von euch haben angemerkt, ja, aber dann ist das Planetarium ja so hoch wie der Leuchtturm. Der Leuchtturm müsste höher sein. Das haben auch bei uns Leute angemerkt. Und ihr habt ja völlig recht. Was machen wir da? Wir machen den Leuchtturm höher. Ist doch klar. Also, das hier ist ein kleines, süßes Aufstockungskit, das ihr euch bestellen könnt. Falls ihr der Ansicht seid, dass der Leuchtturm höher sein muss als das Planetarium, dann könnt ihr euren Leuchtturm um ein Stockwerk erhöhen. Das setzt man hier dazwischen und bums, schon ist der Leuchtturm wieder das höchste Gebäude. Falls ihr den Leuchtturm alleine stehen habt oder falls ihr denkt, naja, das ist eine Landzunge, der Leuchtturm ist ganz vorne, das andere kommt dahinter, der muss gar nicht höher sein, dann bestellt es nicht. Klar, das ist ein Zubehör, ein Erweiterungsset und wir ich will nicht sagen, korrigieren einen Fehler, aber als der Leuchtturm entworfen wurde, waren die anderen Sets noch nicht geplant. Wenn man das komplett durchgeplant hätte, hätte man natürlich gleich gesehen, okay, das Planetarium muss ein bisschen kleiner sein. Man hätte das Planetarium-Set auch kleiner entwerfen können, aber es ist halt schon ziemlich cool, so wie es ist.
Und der Raum hier oben muss so groß sein, weil da drin ja Features sind, die ziemlich cool sind. Also haben wir gesagt, so Aufstockungskit dazu. Und damit könnte der, wenn ihr das wollt, der Leuchtturm noch ein wenig erhöht werden. Jawohl, ein Frühlingshase ist angekündigt. Hoffentlich kommt der vor Ostern an. Ein Supersportwagen in Silbern, jawohl. Sternzeichen, Wassermann, Schütze vom Moldking, da kommt wahrscheinlich noch mehr. Ein weißer Geländewagen, Supersportwagen, diverse Moldking-Autos. Blumenmonster, Mandragora, Elfkönig, Parsi. Ja, okay. Erinnert mich so ein bisschen an Stranger Things, aber nur ein bisschen. Schauen wir mal. Und wenn ihr es noch verrückter haben wollt, viele mögen ja Panda. Mögen ja Pandas. Hier haben wir einen Panda-Mac. Ja. Okay. Oliver hat es bestellt. Schauen wir mal, wie es bei euch ankommt. Sieht auf jeden Fall herrlich verrückt aus. Manchmal sind die verrückten Sets ja die coolen, die dann auch in den Stores besonders gerne gekauft werden. Ein großes Panlos-Motorrad mit 2.500 Teilen. Diverse kleine, süße Sets. Ein Oldtimer von Moldking und ein Saloon. Der erinnert mich an den bunten Saloon, den wir mal hatten mit diesen Xingbao-Minifiguren. Die Western-Serie haben wir abverkauft. Wir haben euch damals aber auch erklärt, dass wir die Western-Serie mal rund erneuern wollen und sie auch farblich so anpassen wollen, dass sie mehr zu unseren Bluebeak Specials passt, die ja mehr so die gedeckten Töne haben, die ein bisschen dreckiger, heruntergekommener aussehen. Und das passiert, wenn Niklas den Saloon, den Xingbao produziert hat, nimmt und genau das mit ihm anstellt. Und ich finde, es ist ziemlich cool geworden. Manche Features, die dieses Set hat, erkennt man an den Bildern noch gar nicht. Und ich will da auch gar nicht zu viel verraten, aber es sei angedeutet, dass der Barmann sich beispielsweise durchaus zu verteidigen weiß. Der kann unter die Bar greifen und da hängt ein Gewehr. Also Niklas hatte da noch ein paar sehr coole Ideen. Werden wir euch natürlich ausführlich vorstellen, wenn das Set angekommen ist. Und ihr wisst ja, wenn euch irgendwas interessiert, das ich euch hier zeige, informieren, wenn verfügbar, Mail hinterlassen. Ihr werdet informiert, sobald das Set da ist. Ganz wichtig. Eine schwarze Perle als Dreimaster. Gibt's das nicht schon? Ja, es gibt da sogar zwei in verschiedener Größe von Moldking. Das ist jetzt das Set von Riobrix mit bedruckten Segeln. Es gibt von Riobrix auch die The Sun und die Pirate Revenge. Auf jeden Fall eine coole Serie aus großen Schiffen. 4.700 Teile. Also wer große Segelschiffe mag, der wird bei uns im Shop fündig. Ne? Angefangen bei unserer riesigen Galeone und bei solchen Sets geht es dann weiter. Dann haben wir hier so ein Diorama mit einer Güterzuglokomotive. Die Innenecke habe ich euch schon gezeigt. Eine 3-in-1 Set der englischen U-Bahn. Wieder hier einige kleine süße Sachen, teilweise auch Diamond Blocks. 6.600 Teile Sport... 6.600 Teile. Huiuiui. Ah, das Set hat blaue Pins, aber irgendein schlauer Fuchs hat unsere schwarzen Pins hier schon mal verlinkt. Also falls hier bei dem Set das nicht für uns umproduziert werden, also neu produziert werden konnte mit andersfarbigen Pins. Falls ihr lieber schwarze Pins hättet, Pins hättet, die findet ihr bei uns im Shop. So, ein SUV in Silbermetallic, der sieht auch cool aus. Dann haben wir hier, ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon gezeigt habe, wann das, ja, hier ein Edelstahl-Coupé und ein Upgrade-Pack zu diesem Edelstahl-Coupé. Enthält auch Metallic-Silver-Elemente, jawohl. Zudem enthält das Set Flat-Silver-Elemente, welche Schlieren haben, die zusätzliche Pigmente in der Farbe. Genau, und damit könnte man dann das eine Set upgraden und das sieht dann so ein bisschen futuristisch aus. Ja, und wir haben hier einen amerikanischen Krankenwagen aus den 60ern und auch dafür gibt es ein Upgrade-Set. Und hier kommt bei Modbricks ein Imperator an, auf einer
Raumstation, so wie es aussieht. Dann hat Modbricks eine neue Serie aus Bundeswehrmodellen. Erinnert an unsere großen Bundeswehrmodelle, Rubrics Pro Sets, aber halt kleiner im Format. Dann haben wir hier eine Tunnel-Ein- und Ausfahrt. Die ist dafür da, dass ein Eisenbahnfan, der eine Anlage hat, so Tunnel-Einfahrten sich bauen kann, die man zusammenstellen kann und wo man dann halt einen Berg drumherum bauen kann, ne, mit unseren Felselementen beispielsweise. Und die sind so hoch, dass da auch 8-Wide-Loks durchpassen mit ihrer Oberleitung oder so. Da gibt es ja einen kleinen amerikanischen Van von Modbricks. Und ich will euch noch ein bestimmtes Set zeigen, zu dem wir gleich kommen. Meilensteine der Menschheit ist auf jeden Fall auch ein schönes Set. Kleines Display-Set, das fängt hier in der Steinzeit an und endet hier in der Moderne mit dem Space Shuttle. Und man sieht hier unten so ein bisschen, wie die Architektur sich entwickelt hat. Von man wohnt in Höhlen, ist Jäger und Sammler, man wird sesshaft, baut die ersten Hütten. Hier gibt es schon Tempel, Burgen, Industrialisierung und so weiter. Und hier sieht man diverse Erfindungen, die die Menschheit in diesen Perioden ungefähr gemacht hat. Da ist diese Himmelsscheibe dabei. Hier Speere, man sammelt Nahrung, Münzen, Waffen, Rüstungen, Gaslaternen und so weiter bis hin zum Space Shuttle und zum Tablet. Schick. Dann haben wir hier Westernzug The General, entworfen von Niklas. Ein großes Wikingerhaus von Morg, oh ja. Mittelalterlicher Flusshafen, Set von uns, das ist schon lange in der Entwicklung. Wir haben das aber noch ein bisschen umgebaut, deswegen findet man es jetzt erst etwas weiter unten. Neue Kobi-Sets ohne Bild, weitere Modbrick-Sets, den Richtplatz. Ich suche etwas ganz Bestimmtes noch. Ah ja, hier und diese großes Feuerwehr-Set. Ich suche was ganz Bestimmtes und das ist so weit unten, weil... Ich habe es ja gesagt, Ankündigungen erscheinen in der Reihenfolge, in der die Sets angelegt wurden. Und dieses Set, diese Festung Rabenstein, wurde angelegt vor längerer Zeit und das Set hat mehrere Entwicklungsschritte durchlaufen und wurde noch etwas verändert und angepasst. Und in dem Zustand, in dem wir es jetzt produzieren lassen, zeige ich es euch gleich. Kurz zuvor noch unsere Figurenpakete zu den Piraten. Wir haben hier einen Kapitän oder Admiral mit diversen Soldaten. Das ist das Soldaten-Minifigurenpack. Dazu passend haben wir ein Piratenset mit einem Piratenkapitän, seinem Maat und einigen Piraten, teilweise mit Tätowierungen und so. Da haben wir Kanone und haben ein Boot dabei. Und wir haben ein Zivilisten-Set. Da ist ein Müder Fischer dabei, da ist ein Truckenbold dabei, da ist der Zahlmeister des Hafens dabei, ein Matrose ist dabei, da ist der Wirt dabei mit seiner Schankmaid und einem Besucher. Also genau die Figuren, die ihr brauchen würdet, wenn ihr beispielsweise hier unsere Gouverneursinsel mit Figuren füllen wolltet. Und genau dafür sind diese Minifiguren-Sets auch da. Highway-Rennwagen, das habe ich euch alles schon gezeigt, aber ich will euch jetzt noch diese Festung Rabenstein zeigen. Die überseht ihr sonst nämlich, wenn ihr euch immer den obersten Teil der Ankündigungen anschaut, denn wie gesagt, das Set ist angelegt worden im System vor längerer Zeit. So, kann man hier nicht mal irgendwie noch ein bisschen weiter ranzoomen? Nee, nicht wirklich. Die Bilder werden nicht größer. Ihr könnt es bei euch zu Hause, ihr habt sicherlich größere Monitore als ich hier, könnt das aber größer sehen. Das ist auch steht Basisfestung. Ja, das ist so eine modulare Festung mit einer großen Rabenstatue obendrauf. Und wenn man sich da so die Innenräume anschaut, das sieht aus, als würde da ein finsterer Zauberer oder eine finstere Zauberin wohnen. Und naja, genau sowas soll es auch sein. Es gibt hier Verbindungsmöglichkeiten, um das Ganze noch zu vergrößern. Also dazu könnte auch noch mehr erscheinen. Ähnlich wie bei Burg Bärenfels. Nur während in Burg Bärenfels irgendein Baron mit seinen Mannen friedlich lebt, sieht die Festung Rabenstein durchaus dunkler und gefährlicher aus. Vielleicht eine zweite Fraktion, die gegen die Bärenfels-Mannen und Frauen in den Krieg ziehen will.
Wer weiß das schon? Das entscheidet letztendlich ihr, auch die Kinder, die damit vielleicht spielen wollen. Sieht auf jeden Fall deutlich mehr nach Fantasy aus, als Bärenfels, die klassisch Mittelalter noch ist, würde ich sagen. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann auch mal einen Magierturm, den man mit Burg Bärenfels verbinden kann. Mal schauen. Schauen wir mal, wie die Festung Rabenstein bei euch ankommt. Ich freue mich sehr drauf. Und das wird ebenso wie die Grundburg für Burg Bärenfels ein Set aus unserer Pro-Reihe, also ein bunter Karton und eine gedruckte Anleitung. Jawohl. So, jetzt haben wir lang genug, schon mehr als eine halbe Stunde geredet. Ich habe hier eine Uhr, da sehe ich, wie lange das schon dauert. Deswegen würde ich sagen, war es das dann jetzt aber auch schon aus dem Noppenstein-Studio und aus unseren Webshops. Ihr seht, Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt es noch mehr. Das sieht man an unseren Ankündigungen. Ja, und ich wünsche euch viel Spaß beim Bauen und viel Spaß beim Stöbern im Shop. Macht's gut. Tschüss.